Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Einem sehr spontanen Video, denn ich war eigentlich gerade dabei, eine Aufnahme für ein anderes Video zu machen. Das werdet ihr die Tage sehen, als ich an Ali vorbeigelaufen bin und sie hatte die Denkblase über dem Kopf. Wir wissen alle, was das heißt. Ali ist endlich ausgezogen und ich habe mich so gefreut, denn ab dem Moment, wo sie auf meine Insel gezogen ist, habe ich auf den Moment gewartet, wo sie wieder wegzieht. Und endlich ist es soweit. Ja, ich habe jetzt 2 Tage vorgespult. Sie ist ausgezogen. Wir haben ein freies Grundstück auf meiner Insel. Das bedeutet, es wird Zeit für den ersten Villager-Hunt. Und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt. Wenn euch das Video gefallen sollte, freue ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben sowie ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen und ihr verpasst keinen weiteren Content von mir. Und wir fliegen jetzt gleich direkt einfach mal auf die erste Insel. Wir sind gerade gelandet. Einfach, dass ihr Bescheid wisst. Ich will so ein bisschen, dass der zukünftige Bewohner, Bewohnerin, zu dem Motto meiner Insel passt. Und das ist definitiv nicht der, der da gerade ist. Ich habe keine richtige Präferenz. Sie sollten aber auf jeden Fall eine neutrale Farbe haben. Braun, beige wäre geil. Weiß wäre auch noch cool. Schwarz vielleicht auch noch. Irgendwie so eine Farbe. Und klar habe ich so ein paar Lieblinge. Genau, also ich habe jetzt gerade 150 Meilen-Tickets bei mir. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen werden. Und ja, ein blaues Känguru wird es definitiv auch nicht auf meiner Insel. Also meine Präferenzen sind so ein bisschen Coco wäre toll. Mona wäre richtig, richtig cool. Wen gibt es noch? Erik. Fatima. Corinna, nee, Cornelia heißt sie, genau. Das wären so meine Präferenzen. Ja, mal Ticket nutzen. Auf geht's. Ich weiß gar nicht, ich filme jetzt schon so lange. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon auf 2 oder 3 Inseln war. Und hier ist Lotta. Und das Design gefällt mir gar nicht und sie passt auch farblich halt gar nicht auf meine Insel. Ja, sie wird es leider nicht. Wie gesagt, ich habe genug Tickets bei mir. Mal sehen, wie viele wir brauchen werden. Oh, Pferde mag ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich will prinzipiell kein Pferd auf meiner Insel, genau wie auch Krokodile. Ali war ja auch eins. Viele mögen auch Ali. Aber ich persönlich, nee. Also so von allen Krokodilen, die es gibt vom Design her, ist Ali schon das beste Design. Aber irgendwie will ich einfach kein Krokodil auf meiner Insel haben. Wir sind auf der nächsten angekommen. Springen wir mal rüber. Habe ich noch nie gesehen. Oh, Marianne. Oh, das Design ist ja süß. Oh, die finde ich cute, Leute. Echt. Jetzt will ich am liebsten meine ganze Insel nochmal von vorne starten und alles in pink gestalten mit pinken Bewohnern. Nein, die finde ich echt cool. Voll das süße Design. Aber leider passt sie gar nicht so farblich. Ach man. Wir sind auf der nächsten Insel. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich jetzt schon filme. Ich hasse diesen Prozess am Flughafen. Wie lange das dauert. Ich habe sogar mal von jemandem gelesen, dass die möglichst verhindern, immer zu fliegen. Weil das so ein langer Prozess ist, so lange Gespräche.
Und wieder ein pinker Bewohner. Aber kein schöner. Wir gehen gar nicht erst hoch. So Leute, wir sind auf der nächsten Insel. Drückt die Daumen, vielleicht dieses Mal. Bitte, eventuell. Oh. Okay. Viviane, keine Ahnung. Sie würde farblich passen. Aber irgendwie auch nicht so richtig. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie will ich sie nicht, aber ich habe Angst, wenn ich jetzt weggehe, dass nichts Besseres mehr kommt. Aber ich gehe jetzt einfach. Ich werde das nicht bereuen. Nein, nein, nein. Da wird noch was kommen. Ich bin mir sicher. Aber sie würde passen prinzipiell. Nächste Insel, nächstes Glück. Oh, so ein Koala. Oscar. Genau, von Koalern wäre halt diese Cornelia in Ordnung farblich. Der ist eigentlich auch cute, bis auf die Nase. Und grau ist jetzt eigentlich nicht so meins. Also braun und beige wäre wirklich cool. Weiß vielleicht auch noch, weil ich habe Guido auf der Insel und der soll bleiben. Wäre cool, wenn noch ein zweiter weißer Charakter dazukommt. Los geht's. Ich hasse das, wie lange das hier immer alles dauert, ey. Auf geht's. Und wir sind da. Und wir haben einen schwarzen Bewohner hier. Schwarz wäre ja auch noch okay, habe ich gesagt. Nicht meine Präferenz. Aber sie wäre okay. Aber ich glaube, ich gehe lieber. Aber ich weiß es nicht. Ich habe dann immer so Angst, dass wenn ich weggehe, dass ich niemand Besseren finde mehr danach und ich Stunden suche. Und schon wieder Oscar. Den hatten wir eben gerade schon. Wie gesagt, eigentlich ganz cute, aber grau ist nicht das, wonach ich suche. Ja, wieder mein Meilenticket. Immer noch. Also bis jetzt, weiß ich nicht. Eigentlich waren schon viele Süße dabei. Also so Pech haben wir heute nicht. Es geht. Okay, jetzt haben wir großes Pech. Nope. Mm-mm. Einfach nein, sorry. Falls ich hier gerade von irgendjemandem die Lieblingsbewohner beleidige, tut mir leid. Das ist nur meine Meinung. Und direkt schon wieder. Ich möchte wieder fliegen. Und wieder mit meinem Meilenticket. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt, wie viele wir schon benutzt haben. Oh, zu viele. Auch nein, definitiv nein. Mm-mm. Mm-mm. Einfach nein. Neue Insel, neues Glück. Vielleicht? Nee. Gott, die Augen. Toro. Aber irgendwie ist der auch süß. Ich weiß nicht warum. Aber die Augen sind ein bisschen creepy. Aber nee, wir gehen wieder weiter. Los geht's. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich jetzt schon filme, Leute. Echt.
Ihr seht ja dann am Ende nur die gecuttete Version. Ich sitze jetzt schon so lange. Ich hoffe echt, dass bald einfach gute BewohnerInnen kommen. Ah, oh, dieser Käsefrosch. Nee, muss nicht sein. Nee. Ein braunes Huhn. Nee, irgendwie nicht so. Vor allem, ich habe schon Gisela. Und da ist Gisela besser und schöner. Aber sie würde gehen, prinzipiell. Oh, hier wären noch mal pinke Bewohner. Meine pinke Alternative, die ich vorhin mir ausgemalt habe. Hä, finde ich cute. Känguru in Pink. Wenn ich das eines Tages mache mit dieser pinken Insel wegen Marianne vorhin, dann würde ich sie auch mit draufnehmen. Auf geht's. Ab in die Luft mit dir. So, jetzt Daumen drücken. Wen ich am liebsten hätte, halt wirklich, ist Mona oder Coco. Ich liebe auch Coco. Mona, habe ich das Gefühl, ist von fast jeder Person die Lieblingsbewohnerin. Und dann auch Fatima wäre auch cool. Und ich glaube, der andere heißt Erik, oder? Erik, Eirik, irgendwie so auch so ein Elch in Braun. Den fände ich auch noch richtig cool. Nee, Martin. Nee, das ist nochmal anderer. Ich weiß es nicht, Leute. Oh, ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist die Lieblingsbewohnerin von meiner Schwester. Würde gehen, aber will ich jetzt irgendwie nicht. Nee. Wir suchen weiter. Okay, nächste Insel. Ich gebe langsam so ein bisschen die Hoffnung auf, muss ich sagen. Wieder Oscar. Sieht so aus, ne? Nein. Es ist Cornelia, Leute. Okay. Okay, ich habe gesagt, Mona oder Coco wäre richtig geil. Aber sie steht auch mit auf meiner Liste. Auch ganz, ganz weit oben. I don't know. Aber ich suche jetzt auch schon so lange. Ich habe Angst, wenn ich jetzt weggehe, dass sie nicht mehr wiederkommt. Und auch nicht Mona oder so kommt. Es geht. Wir haben noch gar nicht so viele Tickets benutzt. Glaube ja. Leute, Cornelia, oder? Sie ist cute. Und sie passt farblich. Ja. Okay. Was für ein toller Vorschlag. Danke für die Unterstützung. Mit so etwas hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Sorry, falls ihr das im Hintergrund hört, das ist gerade mein Kater. Ja. Oh mein Gott, geil. So Leute, das war dann damit der erste Villager-Hunt auf meinem Kanal hier. Und wir haben Cornelia gefunden. Und ich bin super, super zufrieden. Ich habe direkt schon Tag vorgespult. Sie ist eingezogen. Ich find's cool. Ich hätte. Ha. Aber ich habe ja noch andere Bewohner, die ich rauskicken muss. Also ich habe immer noch die Chance, Mona, Coco etc. zu bekommen. Damit war es das aber mit diesem Video für heute. Ich habe jetzt auch lang genug aufgenommen. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!